Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf diesem Kanal. Der Liebe aus Checker09 hat unter einem Video gefragt, ob ich nicht mal zeigen kann, wie man die Arbeitsbreite von einem Schneidewerk erhöht. Ja, das kann ich euch auf jeden Fall zeigen, zeige ich euch in diesem Video. Aber zuerst muss ich sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine zeige ich euch heute. Da ist das Problem dann aber später im Spiel, dass es ziemlich unrealistisch ist. Die zweite Methode, dafür müssten wir das ganze Modell vergrößern. Und dafür bräuchten wir, glaube ich, ein 3D-Programm, wo man das dann halt mitmacht. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung von. Deswegen kann ich euch nur die eine Methode zeigen. Aber vielleicht hilft euch das schon dem einen oder anderen, wenn ihr offline spielt, eine riesen Map habt mit riesen Feldern, kann man diese Methode natürlich gut verwenden, auch wenn es jetzt nicht realistisch ist. Ja, alles was wir dafür brauchen ist natürlich unser Mod und den Giant Editor 8.10. Ja. So, zuerst gehen wir wieder Rechtsklick auf den Mod, auf Umbenennen. Steuerung und C. Machen uns dann einen neuen Ordner auf dem Desktop und fügen den Namen mit Steuerung und V ein. Dann öffnen wir den Mod einmal und ziehen uns natürlich wieder alle Dateien da raus. So. Dann gehen wir in den Ordner und gehen in die i3D-Datei. Mit dem 8.10 öffnen. Jetzt dauert das Ganze wieder ein bisschen. Ah, okay, gut. So, das ist auf jeden Fall hier das Schneidewerk. Sieht man ja. Und dann hier auf der linken Seite sehen wir ja die ganzen Sachen. Dann klicken wir hier mal auf das kleine Plus, dann öffnet sich das. Und das ist natürlich in jedem Mod jetzt unterschiedlich aufgebaut. Wir müssen aber Work Areas suchen. Klicken wir auf Plus. Und dann brauchen wir Work Area Start. Und Work Area Width. Wie wir sehen, Work Area Start fängt direkt hier an. Und hier hört das auf. So. Die ziehen wir jetzt einfach von Start. Ziehen wir ungefähr hier so hin. Von Width. Ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Übertrieben groß, aber naja, gut. So. Gucken wir, ja, ist ungefähr gleich. Vielleicht hier noch ein bisschen. So, ist ja auch egal. Und ja, das war's eigentlich schon. Ja, gehe ich mal weiter ran und dann klicken wir hier oben einfach auf Save i3D-File. Dann können wir das Ganze schon wieder schließen. Also wirklich keine große Arbeit. Dann markieren wir das alles. Rechtsklick zum Archiv hinzufügen. Ganz wichtig, ihr braucht WinRAR. Dann als ZIP-Datei und auf OK. So, und dann fügen wir das Ganze in unseren Mod-Ordner ein. MyGames. Mods. So. Ziehen das da rein. Datei wird hier ersetzen. Und dann sehen wir uns gleich auf jeden Fall im Spiel wieder und dann zeige ich euch, wie das Ganze aussieht. So, da sind wir jetzt auch schon im Spiel. Ich habe mir jetzt schon eine Maschine gekauft und das Schneidewerk, das ist der Mod auf jeden Fall. Und ja, sieht ja eigentlich ganz normal aus. Ich habe mich jetzt extra mittig vom Feld gestellt, damit ich euch das zeigen kann. So, wir klappen das jetzt erstmal hier alles aus. Und jetzt kommt das, was ich am Anfang meinte. Von wegen, dass es unrealistisch ist. Aber wie gesagt, ich kann euch die andere Methode leider nicht zeigen, weil ich selber noch nicht weiß, wie es funktioniert. Aber wenn ich herausgefunden habe, wie das funktioniert mit Geräte in einem 3D-Programm, ist das, glaube ich, zu vergrößern, dann zeige ich euch das hier auf jeden Fall auch noch.
Gut, ich will jetzt gar nicht so viel quatschen, sondern ich zeige euch das jetzt. Ich mache das Ding an. Genau, jetzt müsst ihr einfach zugucken. Und da seht ihr, ich nehme auf jeden Fall ordentlich was mit. Obwohl das Schneidewerk, wie man sieht, klein ist. Aber, ja. Und das ist halt das, ja, gut. Kann man vielleicht machen, wenn man ein Riesenfeld hat. Aber sonst auch nicht. Und ihr seht auf jeden Fall, unten die Anzeige ist jetzt schon bei 20%. Also jetzt. Das Spiel erkennt halt automatisch, dass das Schneidewerk jetzt dementsprechend mehr mitnimmt. Und dementsprechend füllt sich euer Mähdrescher natürlich schneller. Ich fahre die Bahn jetzt mal eben zu Ende. So, wie ihr seht, haben wir jetzt ja doch ein, würde schon fast sagen, ein Viertel vom Feld mitgenommen. Und ja, das soll schon von dem Tutorial gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen trotzdem weiterhelfen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Für alle, die noch nicht abonniert haben, könnt ihr jetzt gerne wieder kostenlos auf Abonnieren klicken. Das Video liken und eure Idee für das nächste Video in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Video und ciao.